So, hallo Leute, wir spielen heute mit dem PZ38H 735F. Kurz gesagt Minimaus. ja, ich sage jetzt ab sofort immer Minimaus dazu. Warum Minimaus? Weil er einfach gut gepanzert ist, er hat eine einigermaßen gute Kanone. Und ja, es ist eben die Minimaus. Das ist einfach sein Name, also keiner sagt jetzt wirklich den Namen, so wie ich das gesagt habe. Wenn ihr den Namen so sagt, dann kennen den viele nicht. Minimaus. Ah ja, der coole Panzer. Jeder auf seine Gefechtsposition. Auf Feindkontakt vorbereiten. So, ja, ich bin gerade dabei, ein Video gerade hochzuladen. Das habe ich mit dem M22 Locus gemacht. Boah, gibt's eigentlich nichts mehr so groß zu sagen. Passt auf, sie kommen. Ja, dieser Panzer hat die Besonderheit, er hat überall die gleiche Panzerung. Also, die Panzerung ist glaube ich 40. Das heißt, egal wo, natürlich ist er jetzt auch in der Luke, jetzt ist er natürlich besonders gut verwundbar. Oder besonders gut, das... besonders gut, dass man durchkommen kann. Das ist überall so. Weil die Luke eigentlich nie gut gepanzert ist. So, irgend so einer kreist mal im Stützpunkt umeinander. Ist der M3 Light Tank. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dem Panzer auch so ist, dass man von vorne nur immer besser abprallt. Ich stelle mich einfach von vorne hin. Ich zeige mich einfach meistens von vorne, wenn es geht. Es gibt noch, jetzt mal, das ist so die mittlere Maus. das ist ein Vierer. Tier 4 Panzer. Das ist der deutsche B2. Warum der deutsche B2? Es gibt auch ein B2 von den Franzosen. So, es wäre ein richtig kurzes Spiel. Das ist ein schöner Treffer. Direkter Treffer. So, wenn es dann eine Mann, da ist ein Tee, irgendwas. Treffer! Guter Schuss, Schulz! Genau platziert! Volltreffer! Scheiße, gibt's da viel Auswahl jetzt. Wenn man es richtig macht, braucht man es nur einmal zu machen. Panzer getroffen! Panzer getroffen! Habt ihr diese Explosion gesehen? So, ich habe mal wieder nicht nachgeladen. Munition, ja, das ist sehr scheiße. Aber da muss ich jetzt mit der Munition auskommen. So, vermutlich kommen die Gegner jetzt von den Händen. Also stelle ich mich so ein. Na, was hätte ich kaputt gemacht? Ne, ich habe den gar nicht angefahren. So. Da kommt natürlich jetzt Maler 2, ganz super. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe sie nicht mal angekratzt. Schön viel. So, und D2. Hey, ist da gerade ein Arm aus dem Panzer geflogen? Treffer! So. Da kommt ein PZ38T. Ist 38T, steht für 38 Tonnen. Ich halte hier meinen Platz, weil ich sehe, da kommt jetzt schon wieder einer. Volltreffer! Unsere linke Seite wird... Jawohl! Ziel zerstört! Es sind nicht mehr viele Gegner übrig. Aber von uns in dem sind auch nicht viele übrig. Weiter so!
wollte nicht. Was ist der blöd? Es ist echt blöd, wenn der. Wenn ich gerade dabei bin, einen zu killen oder zu killen wollen, und dann fährt der mir einfach vorbei. So. Mit dem Feuerstoß müssen wir sie festnageln können. Panzer zerstört. So. So, wir haben jetzt gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ja, ich bin mal wieder der Beste. Schüsse abgegeben auf 25, direkte Treffer 19, Wirkungstreffer 18, Schaden 604, Treffer erhalten 2, Gegner entdeckt 1, Gegner beschädigt 8, Gegner zerstört 3, Schaden durch Aufklärung 33, Eroberungspunkte 21, Gefahr 0,84 Kilometer. Übergeblieben sind noch 2, warte, ja, ich bin gerade voll durcheinander. 2484. Erfahrungspunkt habe ich 1420 bekommen. Ja, jetzt tue ich das gleich mal schnell auffüllen. So, automatisch nachladen. Ja, natürlich. Hier tut man die Prämunition machen, das weiß ja jeder schon. Ja. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann, ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, nicht gefallen, Daumen runter. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Und ja, wenn euch wir würden uns über ein Abo freuen. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.